So, jetzt sind wir nochmal zurückgegangen bei dem Volk, was wir heute früh als allererstes gemacht hatten. Das war so ein Drei-Waben-Volk, hat hier vorne, also bis hierher gesessen und da ein bisschen, hier die Wabe war noch besetzt und die haben wir dann so zusammengesetzt und ihr seht, jetzt sitzen die Bienen wirklich schön warm von vorne bis hinten, genau auf diesen drei Waben. Rechts und links ist jetzt eine schöne Futterwabe und der Wärmehaushalt ist jetzt wirklich schön gegeben und genau so muss das sein. Wenn ich dann 3-4 Stunden später dann nochmal nachschaue, dann müssen die Bienen sich schön da dazwischen gezogen haben und dann wirklich die Waben schön belagern von vorne bis hinten. Und wenn ihr jetzt da mal das Sheet langsam rausnehmt, seht ihr, da sind richtig warm die Bienen und die sitzen dort wirklich von vorne bis hinten richtig schön im Wärmeblock. Und da kann sich jetzt auch ein jeder vorstellen, wenn jetzt nachts nochmal wirklich kalte Temperaturen kommen, ist das für das Volk nicht das große Problem. Gut, das ist das, was ich euch nochmal zeigen wollte. Bis dann. Ja, jetzt kann man mal sehen, wie gut die auch jetzt schon mit Pollen kommen. Aus dem Winterling. Wie gesagt, so warm ist es gar nicht, aber sie fliegen doch schon jetzt die Pollenpflanzen an, holen das Wasser. Also wie gesagt, wir sehen das auch an den Brutwaben, wenn wir jetzt mal reingucken. Hier und da gucken wir doch mal bis zur Brutwabe hin. Die Völker, die wirklich kein großes Varroa-Problem haben, fangen jetzt wirklich erst an mit Stiften. Wie gesagt, manche haben wir dabei, die sind schon ganz schön abgekämpft und da haben die auch wirklich den ganzen Winter durchgebrütet. Aber da sieht man eben auch, die Bieneneinheit ist dann auch nicht völlig in Ordnung. Also wie gesagt, es ist, ich werde da auch noch weiter dran arbeiten an dieser Brutunterbrechung im Herbst, dass man da die Völker noch schöner in den Winter schickt. Und wenn das Bienenvolk stark ist und die Bienen langlebig sind, dann gehen sie auch in ihre Winterpause, so wie sich das gehört. Ja, okay.